Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir warten noch auf den Kupferbarren, damit er endlich fertig wird. Ah, wir haben Biokraftstoff. Nice. Können wir eben noch hier einlagern. Jetzt haben wir so viel davon. Kupferbarren, der fehlt uns noch. Und wenn wir den haben, können wir das ja hier mal dafür wieder nutzen, dann können wir hier Schrottdinger machen. Beziehungsweise oben den Computer, den brauchen wir ja eigentlich im Grunde nicht mehr. So, die einfache Batterie, die brauchen wir nicht. Da können wir eben so den Kupferbarren machen wir trotzdem fertig. Ja, da ist er. Da stellen wir die jetzt her, packen den woanders hin, hier hin. Dann kann der hier wieder weitermachen. Rotwürfel herstellen. Damit können wir wieder einkaufen gehen da hinten. So, und jetzt wollten wir dann den Metalldetektor haben. Der war hier unter Werkzeuge. Da brauchen wir jetzt 6 Schrott und 12 Kunststoff. Schrott war hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir. Und so. Wenn wir das wieder hier reinpacken. Dann haben wir jetzt einen neuen. Und dann können wir hier wieder. Falsche Richtung. Hier wieder. Kupferbarren. Titanbarren sammeln. Ja, danke, Bruce. Die Dinger können wir auch noch später sammeln. Wir brauchen sehr viel Ton, Sand und so weiter auch noch. Weil wir ein bisschen was herstellen wollen. So, in welche Richtung? Ja, es wächst. Wahrscheinlich da oben. Da, in die Richtung. Doch in die Richtung? Ach doch, hier unten. Hier. Ne, falsch. Das. Da haben wir was. Ich hoffe, der hat Titan. 2 Titanerz, 1 Schrott und 1 Bolzen. Nice, immerhin. Gucken wir mal hier. So. Okay, hier hinten findet er nichts. Nee, irgendwie nichts. Also da hinten. Da oben. Wahrscheinlich. Ist aber eine große Insel. Warum hat er hier so wenig? Wahrscheinlich da auf der Insel. Also der Halbinsel da. Ja, der findet hier was. Oder, ne, ist oben. Dann ist es oben. Dann müssen wir da oben halt suchen. Ja, Gulliver. Was wir dann aber machen werden, ist als nächstes wahrscheinlich den verbesserten Schmelzofen bauen. Nee, nicht hier lang. Da lang. Genau, hier war der Weg. Auf zu Gulliver und seinem Nest. Ja, wir waren gerade in der Nähe. Ja, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir der Sache näher.
Ja. Nee, in die Richtung. Ah, hier. Autsch. Hier. Hier ist er. Ah, oh, so viel. Ne, nur ein Titanerz, okay. Aber egal, wir gehen jetzt runter. Beziehungsweise jetzt noch einmal kurz wieder aufs Schiff. So, da hinten ist Bruce. Ich glaube, den werden wir gleich kaputt machen müssen. Aber die Schaufel brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Können wir alles andere erstmal hier wieder einlagern. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Plastik haben wir nicht. Rot hatten wir. So. Hier nichts. Aber hier. So, dann packen wir das wieder. Nee, das ist die falsche Kiste. Hier. Packen wir das wieder hier hin. So, und nochmal neu sortieren. Ach so. Hat er anders sortiert. Aber egal. Packen wir das so darüber. So, was haben wir sonst? Hier eigentlich. Die sind alle leer. Und die Seite muss ja auch noch gemacht werden. Jetzt ist die Frage, was machen wir eigentlich aus den ganzen Kisten? Und wie sieht es hier aus? So, einmal voll machen und den hier auch nochmal. Wir haben zwei Müllwürfel. Nice. Haben die oben genug zu trinken? Zu futtern, meine ich. Hier wächst alles noch nach. Aber es regnet. So, Bruce, komm her. Autsch. Komm her, Bruce. Ich mach dich kaputt. Mann gegen Hai. Komm. Ist mir egal, wer stärker ist. So, jetzt muss ich selber einmal Luft holen. Komm, Kunststoff nehmen wir mit. Komm. Komm, Bruce. So. Komm. Kann doch nicht sein, jetzt kriegen wir keine Luft mehr. Jo, jetzt schnell, schnell. Ah. Das war jetzt knapp. So, okay. Gut, wo haben wir die ganzen Rohstoffe? Da. Nehmen wir erstmal ein ganzes Metall mit und Kupfer. Ich finde es schade, dass hier keine Metallerz, also Titanerz-Dinger an den Felsen hängen. Da haben wir wieder was. Das müssen wir uns auch noch mal gleich schnappen. So. Sonst hier unter Wasser ist in dem Bereich nichts mehr. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Da müssen wir uns das Hund noch holen. Sehen tue ich jetzt gerade gar nichts. Es ist auch mitten in der Nacht gerade. Oder auch noch Regen. So, ich hoffe, Bruce kommt nicht nochmal.
So, wir schwimmen hier mal außen rum. Da ist jede Menge Seetang. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Wohl erstmal Luft holen und dann knappen wir uns das. So. Seetangvorrat auch noch auffüllen. Was haben wir hier? Steine. Egal, nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was wir... womit wir unser Lager voll machen können. Hier ist auch genug, wie man sieht. So, sind das Steine oder Ton? Ich glaube, das sind Steine. Egal. Kann man noch für irgendwas anderes gebrauchen. Bestimmt. Was ist denn das? Silberalgen. Ah. So, schnappen wir nochmal ein bisschen Luft. Und dann müssen wir gleich wieder einen neuen Haken holen. Komm, die nehmen wir auch wieder mit, den Seetang. Hauptsache Lager voll. So, nochmal Luft holen. Schnell. So, wie viel haben wir jetzt? 21. Und davon liegt noch ein bisschen Schrott. Das finde ich super. Und noch mal eine Silberalge. Was war das denn für ein Geräusch? Hier noch mal Sand. Und hier haben wir wieder Schrott. So. Der Haken ist gleich weg. Der ist futsch. So, vielleicht müssen wir wirklich aber gleich irgendwann mal auf eine der Hauptinseln gehen, wo sehr viel Titanerz war. Hier haben wir wahrscheinlich wieder Steine. Ja, das sind Steine. Hier die Eisinsel, die war ja voll mit Titanerz. Die würde ich gerne nochmal besuchen. Und hier haben wir wieder Ton. Und nochmal ein paar Steine. Jo, jetzt müssen wir uns den nächsten Haken holen. Achso, den können wir auch noch wegschmeißen. Den Hut. So, was können wir uns eigentlich davon jetzt kaufen? Die Ananasse können wir essen. Können wir uns hier jetzt davon was leisten? Chili. Dafür bräuchten wir Handelsmünzen. Dafür kriegen wir Handelsmünzen. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als wirklich mal zu angeln mit den Angelködern. Deluxe Wels, rote Beteschuss.
Hier, Garderobe, Lufthorn, Kompass. Das wollen wir alle eigentlich noch haben. Egal, wir gehen jetzt noch mal kurz zurück zum Schiff. Wo war noch mal unser Ausgang Richtung Schiff? Da hinten, ne? Der Seite. So, und wehe, Bruce ist wieder da. Ich hoffe nicht, dass er wieder da ist. Gucken wir mal. Doch, Bruce ist wieder da. Der hat aber auch keine anderen Hobbys, ne? Außer uns auf den Sack zu gehen. So, für hier haben wir nichts. So. Dann neu sortieren. So. Hier waren Seile. Hier war Leder. Hier waren Steine. Dann hier waren die Samen. Also die Samen haben wir hier noch nicht gehabt. Okay, jetzt haben wir sie hier. Und die packe ich mal hier hin. Wie sieht es denn eigentlich oben mit den Federn aus? Wo hatten wir das mit dem... Da oben. Drei Federn. Und wir hatten tatsächlich jetzt eine Möwe gehabt da. So. Wo hatten wir die Federn? Hier. Dann können wir hier mal die Mülldinger reinpacken. So, und den Fisch, also den Hai, die Haihappen, packen wir hier rein. So, Essen haben wir aber auch schon ohne Ende. Rohe Makrele, roher Lachs. Können wir die hier verkaufen gehen? Dort, das will ich jetzt wissen. So, jetzt brauchen wir wieder einen Haken. Nehmen wir den. Packen den hier hin. Wenn ja, dann nehmen wir doch mal die Müllwürfel erstmal mit. So, mir juckt gerade die Stirn. So. Und los. Ich hoffe, die können wir verkaufen. Nein, Bruce. Nein. Böser Bruce. Böser Bruce. Boah, schauen wir mal. Vielleicht können wir das verkaufen. Vielleicht kriegen wir wirklich dafür Handelsmünzen. So, dann müssen wir einmal dahin. Boah, ich hoffe, wir können die verkaufen. Ich hoffe, die zählen. Ich habe jetzt nicht gemerkt, ob wir die haben oder nicht haben. Aber ich hoffe es. So, schauen wir mal. Verkaufen. Ne, die können wir nicht verkaufen. Hier, schade. Wo kriegen wir aber die hier? Rang 1. Besser hier als an einem anderen der Netze. Spitz. Zeit für Luftbläschen. Erinnert an eine andere Meereskreatur. Fallenschnapper. Ein C könnte fehlen, wenn du nicht aufpasst. Wo kriegt man die denn her? So, da haben wir noch ein bisschen Schrott. Gut, dass Bruce jetzt nicht hier in der Nähe ist.
So, für die Steine können wir eigentlich eine andere Verwendung haben. Für die Müllpresse, die wir unten haben. Da ist eine Höhle unter Wasser. Da gehen wir mal gleich rein. Aber gleich. Da vorne haben wir noch ein bisschen Schrott und hier auch noch was. Steine. Die können wir alle später in die Müllpresse reinballern. So, und gleich dürfen wir erstmal was essen, weil wir wieder hungrig sind. Hier war jetzt nichts, ne? Gut. Dann gehen wir jetzt hier runter. In die Höhle. Hier ist jetzt nichts außer Schrott. Und ist auch keine richtige Höhle. Sondern nur ein kleiner Unterwasser-Durchgang. So, und hier haben wir nochmal Sand. So, hier haben wir nochmal Ton. Und einen Stein. Davon haben wir auch wieder Steine. Aber viel ist hier jetzt auch nicht. Steine lasse ich jetzt mal. Wir sammeln lieber jetzt erstmal den Sand, den Schrott und den Ton. So, hier haben wir noch Schrott. Und nochmal Ton. Ah ja, und diese Silberalge. Da haben wir wieder Metall. Und hier auch. Alter, hier ist ja sehr viel Metall. Und wieder Schrott. So, wir fangen mit dem Schrott hier hinten an. Oh, und da haben wir auch noch was zum Einsammeln. Ein versunkenes Raft. Mal schauen, was der so hat. Ah, auch nochmal Metall. Und hier haben wir Kupfer. Schnell einmal in die Luft. Ja. So, und jetzt geschafft. Ja, ein explosiver Fisch. Hier, diese. Das heißt, wir kriegen wieder dieses Pulver. Wenn wir den kaputt machen wollen. So, jetzt noch einmal an die Luft, dann holen wir uns den. Hat er uns im Visier oder nicht? Ja, das mit der Gesundheit ist nicht so nice gerade. Hier. Warte. Ja. Das wird jetzt ganz komisch sein mit Essen und Trinken. Okay, wir warten eben ab, bevor wir wieder was essen oder trinken, bis das voll ist. Und dann holen wir uns den Kugelfisch hier. Nein! Okay, den haben wir verkackt. So funktioniert das nicht. So, dann hatten wir hier jetzt die Metallerze, die wir haben wollten.
Die gönnen wir uns noch. Also das wäre so schön gewesen, hätten wir den jetzt kriegen können. Dann hätten wir jetzt eben noch schnell explosives Pulver herstellen können. Vom explosiven Schleim explosives Pulver. Und dann noch eine Netzkanone hier. Munition. Und dann das Hütchen noch holen können. Aber egal, das soll dann wahrscheinlich nicht in dieser Folge sein. So, hier haben wir nochmal Schrott. Also die Algen lassen wir dieses Mal. Ich glaube, Algen haben wir jetzt erstmal auch mehr als genug fürs Erste. So, Sand. Oh, schnell Luft holen. Luft, 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 Luft. Okay, hier ist nichts unter Wasser. Aber hier wenigstens noch Sand. Und Ton. So. Und hier nochmal. Ah, geil. Nee, ich will nicht nach oben. Da haben wir einen Stein, hier nochmal Ton. Warte mal, hier können wir nochmal gucken. Ist hier noch irgendwas? Nö, hier ist nichts. Der hier ist aber auch schon gleich wieder verbraucht. Der Haken. Hier haben wir noch eine Truhe. Und noch so ein Fisch. Und ein Paddel, das wir gar nicht brauchen. Ich hoffe, der hat jetzt noch nicht auf mich abgesehen. Jo. Und wir sind noch nicht mal richtig voll. Das heißt, wir können jetzt uns eben schnell einen Bogen machen. Und sobald wir den Bogen haben, erledigen wir den. Dann haben wir wieder hier diesen, diesen explosiven Schleim, machen Pulver draus. Und dann können wir uns das Hütchen holen. Haben wir hier Stein oder? Das ist ein Stein. So, jetzt ganz schnell wieder hoch. So, und wieder runter. Ich habe auch wieder jede Menge Schrott. Gleich haben wir die Insel einmal komplett umrundet. Schnell. Ich will den nicht geworfen haben, sondern einsammeln hier. Stein. Da haben wir was übersehen. Bisschen Ton. Und dann gab es hier unten noch ein bisschen was. Da. Da haben wir Schrott. Und da haben wir auch noch ein paar Erze. Die gönnen wir uns noch und dann brauchen wir wieder einen neuen Haken. Aber dann machen wir uns auch noch einen Bogen. Okay, das hat noch gereicht.
Die haben wir wieder. Kupfer wahrscheinlich, ja? Ja, wir haben schon gleich umrundet. Da unten war jetzt nichts, nur hier. Jo, Kupfer. Ja, das nächste, was wir wirklich definitiv bauen werden, ist der Schmelzofen. Nein, bitte nicht durch... Ich wollte schon sagen, bitte nicht durchglitschen. Okay, das heißt, jetzt können wir eigentlich zurück aufs Schiff. Beziehungsweise auf Schiff gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!